Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Säulen der Erde. Oh Mann, ich sag's euch. Oh, warte mal, ich muss mal kurz mal den hier machen, ne? Einfach nur mal. Ne? So. Was ist jetzt? Okay. Jacks Vater, Bischof Warren, will Philipp brennen sehen. Steckt hinter dem Tod von so vielen. Hat Siegeschritt kaum Spuren zu hinterlassen. War ein Spielmann. Seine Eltern glaubten, er sei auf dem weißen Schiff gestorben. Wurde dann in Shiring als Dieb gehängt. Jacks Vater, wenn er noch am Leben wäre, könnte er unser Zeuge sein. Vielleicht kann er das immer noch. Bischof Wallerin steht im Zentrum von allem. Ja, und was soll ich jetzt hier machen? Ich versteh's gerade nicht so ganz. Ach so. Mutter sagt, Wallerin steckte hinter dem Tod meines Vaters. Und sie sagte, er war nicht allein. Drei Männer waren für den Tod deines Vaters verantwortlich. Bischof Wallerin, Percy Hamley, damals war er der Vogt von Shiring, und Prior James von Kingsbridge. Wenn sie alle dort waren, waren sie alle Zeugen. Und nur Wallerin ist noch am Leben. Kaum ein Zufall. Warum würden diese drei sich zusammentun, um deinen Vater an den Galgen zu bringen? Er war auf dem weißen Schiff. Alle an Bord sind ertrunken. Es gab keinen, der berichten konnte, was geschehen war. Bis auf ihn. Er war der einzige Zeuge. Und dann haben sie ihn umgebracht. Warum? Damit Stefan König wird? Mein Vater hatte schon immer England sehen wollen. Er war der einzige Überlebende, als das weiße Schiff sank. Und was ist mit dem Schiff? Warum sollten Wallerin, Percy und James sich wegen des weißen Schiffes sorgen? Der Sohn und Erbe König Heinrichs war an Bord. Und auch andere mögliche Erben und Mitglieder des königlichen Hofes. Ich hörte, Stefan von Blois, der Neffe des Königs, habe das Schiff verlassen, bevor es ablegte, weil er krank geworden war. Er war der einzige männliche Erbe. Die einzige Bedrohung waren Mathilde, die Tochter des Königs, und ihr Halbbruder, Graf Robert. Und sie führen seitdem Krieg gegeneinander. Und dein Vater, Graf Bartholomäus, er war eine Bedrohung. Er hat versucht, Stefan aufzuhalten und dafür mit dem Leben bezahlt. Vielleicht hat mein Vater auf dem weißen Schiff etwas gesehen. Einen Beweis, dass Stefan damit zu tun hatte. Wenn Stefan für den Untergang des weißen Schiffs verantwortlich war, dann wäre ihm daran gelegen gewesen, den einzigen Zeugen des Untergangs mundtot zu machen. Aber er hätte es natürlich nicht selbst getan. Nein. Was ist mit dem König? Wenn das weiße Schiff eine Rolle spielt, dann wurde Wallerin womöglich von König Stefan angestiftet, deinen Vater zu töten. Aber damals war er noch nicht König. Warum sollte Wallerin ihm Gehör schenken? Ihm wurde versprochen, er würde Bischof werden. Natürlich. Bischof Henry ist Stephans Bruder und war schon damals einer der einflussreichsten Kirchenmänner in ganz England. Aber wenn Bischof Henry in der Sache mit drinsteckt, welche Chance haben wir dann, den Prozess zu gewinnen? Es ist ein öffentlicher Prozess. Wir wollen nur, dass Philipp freikommt. Wir finden einen Zeugen und nehmen Wallerin auseinander. Henry wird mitspielen müssen, um unschuldig zu erscheinen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Die einzige, es ist unsere einzige Chance. Eben. Aber wer? Wer könnte noch? Was ist jetzt mit Prior James? Glaubt ihr, dass der König James befohlen hat, meinen Vater festzunehmen? Nein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass James von seinem Vorgesetzten, Erzdiakon Wallerin, dazu angestiftet wurde.
Und Erzdiakon Walloran war viel mehr in politische Machenschaften verstrickt als James. William Hamleys Vater. Percy Hamley wurde vergiftet. Ein Zeuge weniger, der von Walloran wusste. Und Walloran wollte vermutlich, dass William Graf wurde. Er war leichter zu lenken als sein Vater. Was ist mit Regan Hamley? Sie ist noch am Leben. Sie wurde in ihr Stadthaus in Winchester gebracht. Und in ihrem Zustand wird sie uns vielleicht gar nicht helfen können. Gerade an die hatte ich halt auch gedacht. Boah. Stefan hat behauptet, es sei Gottes Wille gewesen, dass er nicht auf jenem Schiff war. Dass er als einziger männlicher Erbe übrig blieb. Das war nicht Gottes Werk. Ich wette, Stefan hatte beim Untergang des Schiffes die Finger im Spiel. Nun stellt euch vor, was geschehen wäre, wenn er erfahren hätte, dass jemand überlebt hat. Jemand, der gesehen haben könnte, was in jener Nacht wirklich geschehen ist. Ja, ich weiß halt nicht, was ich noch verbinden soll. Ich habe hier doch schon alles durchgeklickt. Glaubt ihr, Stefan hätte sich direkt an Percy gewandt? Wegen des weißen Schiffs? Um ihm zu helfen, seine Spuren zu verwischen? Das glaube ich kaum. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Walloran Percy angesprochen hat. Das glaube ich nämlich auch. So wie später, als Percy meinen Vater gefangen nehmen sollte. Walloran, Percy und James könnten für die gearbeitet haben, die das weiße Schiff versenkten. Ja, aber wer könnte das gewesen sein? Kaum ein Zufall, dass alle Erben des Königs auf jenem Schiff starben. Vielleicht wusste mein Vater, was da geschehen ist. Ja, wusste er. Die drei Mörder meines Vaters könnten für einen vierten gearbeitet haben. Jemanden, der ein Interesse daran hatte, die Erben des Königs zu ertränken. Stefan. Wir haben doch schon alles. Der König von England. Ein skrupelloser Mörder? Mein Vater hatte recht, was Stefan betrifft. Ja, ich weiß halt nicht. Ich bin ein bisschen ratlos, was ich jetzt noch machen soll. Rio James, vielleicht mal mit dem nochmal alles anklicken. Walloran, Percy und James könnten für die gearbeitet haben, die das weiß. Ja, das wissen wir schon. James war der Priester. Dort soll dein Vater den Kelch gestohlen haben, um ihn einzuschmelzen und zu verkaufen. Aber wir wissen, dass das nicht wahr ist. Denn wir haben ihn gefunden. Philipp hat den Kelch wiedererkannt. Aber Bischof Henry will einen Zeugen. Der Kelch reicht nicht aus. Aber er ist ein wichtiges Indiz für uns. Ah, okay, wieder was ich Neues. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Geht doch. Vielleicht hat Stefan nie selbst den Plan geschmiedet, deinen Vater zu hängen. Du meinst, Walloran hat es getan, weil er Gerüchte hörte und sich bei Stefan und Bischof Henry einschmeicheln wollte. Mhm. Mag sein. Philipp sagte, Prior James sei ein ehrenwerter Mann gewesen. Vielleicht hat Walloran ihn gezwungen, deinen Vater zu beschuldigen. Vielleicht. Das könnte erklären, warum James von Schuldgefühlen geplagt wurde. Die Mönche haben erzählt, James glaubte, der Teufel wäre hinter ihm her. Der Kelch wurde benutzt, um den letzten Überlebenden des weißen Schiffes zu töten. Ja. Percy hat den Kelch nicht versteckt. Wallerans Gesicht, als er den Kelch sah. Das hätte Beweis genug sein sollen. Mhm. Das stimmt allerdings. Der Kelch und das Schiff. Dein Vater ist die Verbindung. Genau. Stefan selbst hat diesen Kelch vermutlich nie gesehen. Was soll ich denn sonst noch machen damit? James hat behauptet, dein Vater hätte den Kelch gestohlen und verkauft. Doch stattdessen hat er ihn selbst in Kingsbridge versteckt, in der Krypta. Wir haben dort unten James' Geißel und ein Bett gefunden.
Die geheime Kammer ist wichtig. Wir kommen der Sache näher. Aber jetzt ist das Ding gut gefüllt. Warum wurde der Kelch versteckt? Und von wem? Du sagtest, Prior James habe seine Tat bereut. Er konnte den Kelch vermutlich nicht einfach zerstören. Nicht einmal, nachdem er ihn dazu benutzt hatte, deinen Vater zu beschuldigen. Es war immerhin ein Messkelch. Und ein Zeichen für das, was er getan hatte. Alle dachten, Prior James sei tot. Dass er ins Eis eingebrochen sei. Und jetzt wissen wir, dass er versteckt wurde. Warum glaubten seine Mönche, er sei tot? Subprior Remigius sagte, er hätte James Rosenkranz am Fluss gefunden. Daher dachten alle, der Leichnam sei fortgespült worden. Sie haben einen leeren Sarg begraben. Remigius. Aber welche Rolle spielt Remigius dabei? Philipp sagte mir, Remigius sei dabei gewesen, als Walloran Philipp zum Prior machte. Walloran und Remigius kannten sich. Das erklärt, warum Walloran Remigius später zum Prior von Shiring gemacht hat. Und Remigius hat meine Mutter erkannt, als wir in Kingsbridge ankamen. Er muss dabei gewesen sein, als mein Vater angeklagt wurde. Ich glaube, Remigius ist der Schlüssel. Es ist möglich, dass Walloran Remigius anstiftete, Prior James verschwinden zu lassen, als James darüber zu reden begann, was sie getan hatten. Als James anfing, mit dem Teufel zu reden. Aber aus irgendeinem Grund versteckte Remigius ihn. Aber Walloran hat das nie erfahren. Ja, das erklärt, warum er dir nicht glaubt, als du sagtest, du hättest James im Feuer gesehen. Wo James am Ende starb. Und Remigius dachte, keiner wüsste es. Wir müssen Remigius finden. Er ist unser Zeuge. Beeilen wir uns. Es wird schon dunkel. Der Prozess wird bald weitergehen. Die Leute kennen euch beide. Ihr solltet nicht einfach so in Shiring herumlaufen. Er hat recht. Ich werde nach ihm suchen. In Ordnung. Pass auf dich auf. Und Jonathan? Ja? Wir unterhalten uns später. Über das, was heute gesagt wurde. Über Tom. In Ordnung. Remigius, wo steckst du? Remigius ist unser Zeuge. Wo ist er? Ich wusste von Anfang an, dass er Dreck anstecken hat. Die göttliche Seele, wegen deines Buches wird Philipp der Ketzerei bezichtigt. Wegen dieses Buches. Niemand darf sich dem Scheiterhaufen nähern. Warum nicht? Befehl von Bischof Henry. In Ordnung. Nur dann. Kathedrale nach altmodischer Bauart. So viele Menschen sind zum Prozess gekommen. Für die meisten ist es nur ein Schauspiel. Okay. Willst du hineingehen, Bruder? Nein, noch nicht. Danke. Gehörst du nicht zu Prior Philipp? Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie werden ihn freisprechen. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Ketzer! Narren! Seht euch nur an! Wer seid ihr, über jemanden zu richten, der euch nie ein Leid getan hat? Vergib ihnen, Bruder! Wir richten ihn nicht! Aber Gott wird es tun! Oh. Hallo. Keiner hier. Alle sind zur Kathedrale gegangen. Remigius? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Ich glaube schon. Warte. War er das nicht? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ist Remigius hier reingegangen? Die Tür scheint offen zu sein. Hallo? Die Tür ist offen. Ist jemand da?
3 halt. Er hat eine Aufgabe. Mein Gott! Nein! Unser Bischof ist sehr... sehr... verärgert. Nein! Was macht ihr da? Ich tue, was er mir aufgetragen hat. Oh nein. Der Typ ist verrückt geworden. Nein! Bleib weg! Das geht dich nichts an! Nein! Wer hat euch das befohlen? Niemand! Ich, Walran will den einzigen Zeugen wegräumen. Warum wollte er dich töten? Ich werde es dir sagen. Ich werde es allen sagen. Remius, du Vollidiot. Habt ihr einen Zeugen? Vater Remigius, Prior von Shiring. Wo ist Timothy? Was Sie gesagt haben, ist wahr. Bischof Walleran wollte den Spielmann Jack Sherberg tot sehen. Er befahl unserem Prior James, ihm ein Verbrechen anzuhängen. Und das hat er getan. Das ist eine Lüge! Ist dem so? James hat über seine Tat den Verstand verloren. Er war drauf und dran, allen die Wahrheit zu sagen. Und dann befahlt ihr mir, ihn zu töten. Unsinn! Lasst ihn sprechen! Ich konnte es nicht. Ich habe ihn versteckt. Aber er starb bei dem Brand. Jack hat ihn gesehen. Er war es. Ich habe seine Gebeine nach dem Brand gefunden. Ich habe sie vergraben. Ihr solltet dem ein Ende setzen, Henry. Das meine ich ernst. Warum sollte ich? Ihr solltet dabei auch an euch selbst denken. Ihr habt das alles gewusst. Was sollte es mich angehen, ob dieser Spielmann stirbt oder nicht? Euren Bruder ging es an. Der Spielmann hat den Untergang des Weißen Schiffs überlebt. Er hat gesehen, wie euer Bruder die Familie des Königs ausgelöscht hat, damit er den Thron besteigen konnte. Das ist lächerlich. Bischof Henry und König Stefan haben uns aufgetragen, diesen Mann zu töten. Ihr wollt die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Die reine Wahrheit. Das stimmt nicht. Kommt sie doch? Walleran ist ein Lügner. Regan Hamley. Er ist das? Regan es Hamley. Ist Regan Hamley. Die Mutter des Grafen, eine Hexe. Er säuft sie, verbrennt sie. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es ist Zeit, meine Stimme zu erheben. Diese Frau, Ellen, sie hat die Wahrheit gesprochen. 3 Männer waren verantwortlich für den Tod des Spielmanns. James, der Prior von Kingsbridge. Der Vogt, mein Gatte, Percy Hamley. Aber es war Walleran, der dahinter steckte. Und nur Walleran. Nein! Er hatte Gerüchte gehört. Über das Weiße Schiff. Über unseren König. Er hatte gehofft, die Gunst des Königs zu gewinnen. Indem er einen Unschuldigen hängen ließ.
Aber ich war's nicht allein. Sie haben es gewusst. Schafft ihn fort. Das ist dafür, dass ihr meinen Mann getötet habt. Es war Wolleran. Es ist vorbei. Ich habe gehört, viele sterben. Wir haben es geschafft. Was sollen sie mit dir machen? Ja. Mein Gott. Es ist vorbei. Ist es das? Ich danke euch, Lady Hamley. Der Mönch muss seine Lektion lernen. Der Papst würde euch zustimmen. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Philipp hat sich nicht als schuldig erklärt. Aber er hat die Lehren und die Autorität der Kirche in Frage gestellt. Die Feuerprobe wird stattfinden. Um zu zeigen, dass die Kirche nicht über Gott steht. Um zu zeigen, dass mein Bruder, der König von England, nicht über Gott steht, werden nicht wir diesen Mann richten, sondern Gott. Das ist Wahnsinn! Nein, das können Sie nicht tun! Philipp! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Nein! Das könnt ihr nicht tun! Dies ist jetzt eine Angelegenheit der Kirche, Lady Aliena. Boah! Mein Bruder, der König, und ich haben einen Verräter wie Wolleran in unserer Mitte geduldet. Wir waren Narren und Sünder, auch wenn wir es nicht wussten. Ich bete, dass Gott Philipp vor diesen Flammen erretten wird. Denn seine Erlösung wird auch eine Erlösung für uns Sünder sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel als auch auf Erden. Entzündet den Scheiterhaufen! Wir sind ja nur noch Zuschauer, ne? Wir können nichts machen. Mein Gott, wir müssen doch etwas tun können! Hört sofort auf! Das Kapitel hieß schon das Ende, als das Ende von Philipp war. Oh, ich hab's so geahnt, dass wir den nicht retten können. Oh Mann. Und ich habe so gehofft, dass wir ihn retten können. Die säulende Erde im Auge des Sturms. Kapitel 20, das Ende, was du getan hast. Bischof Warren wurde endlich zur Rechenschaft gezogen. Philipp hat sich nicht von der Gotteslästerung schuldig bekannt. Du hast den Namen von Jacks Vater reingewaschen. Aina konnte Philipp den Verrat an ihrer Familie verzeihen. Endlich weiß Jonathan, wer seine Eltern sind. Philipp wurde zum Brennen auf den Scheiterhaufen verurteilt. Was wäre passiert? Was wäre passiert, wenn er nicht den Philipp sich schuldig bekennen hätte lassen? Dann wäre er nicht auf den Scheiterhaufen gekommen, sondern man hätte ihn vielleicht erhängt. Wäre vielleicht der bessere Tod gewesen, jedenfalls der schnellere und schmerzfreiere Tod. Mist. Und so haben wir ihn richtig extreme Qualen beschert, indem wir ihn auch im Feuer brennen haben lassen. Aber gut, ja, das ist die Kirche. Ende. Kapitel 21. Epilog. Kehre nach Kingsbridge zurück. Ja.
Basta. Mir tun die Füße weh. Was für eine Kathedrale. Tom hätte das nicht besser gekonnt. Wow. Also ein beeindruckendes Bauwerk, würde ich sagen. Können wir irgendwas machen? Nö, nur das hier. Da ist er. Endlich. Ah, Philipp. Es ist so gut, dich zu sehen, Jonathan. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest? Francis geht es gut. Das ist wunderbar. Ja, ihm gefällt das Leben dort. Du wirkst besorgt, Jonathan. Nun ja, du hast einen Besucher. Er ist soeben angekommen. Ich war mir nicht sicher, ob du ihn sehen wolltest. Wie hat er denn überlebt? Ich habe mir gerade schon gedacht, das ist doch Philipp. Remigius? Es ist lange her. Ah. Nein. Ja, das stimmt. Ich muss es einfach wissen. Was wissen? Die Wahrheit ist, ich habe Gott nie gesehen. Oder den Teufel. Was ist mit euch? O Herr, erlöse uns von dem Übel. Bei Gott, wir müssen doch etwas tun können. Hört sofort auf! Seid ihr blind? Wisst ihr nicht, dass Feuer jeden verbrennt? Es regnet. Warum tut ihr das? Nach Walrens Worten zweifeln sie an meiner Aufrichtigkeit. Und der meines Bruders. Worte können diesen Zweifel nicht auslöschen. Gott kann es. Gott ist ein reinigendes Feuer. Der Kirche. Ich glaube, Philipp versteht das jetzt. Seine Bücher werden vernichtet. Wenn ihr je wieder das weiße Schiff erwähnt, verspreche ich, dass ihr Philipps Platz einnehmen werdet. Dann wird Gott nicht so nachsichtig sein. Der Glaube an euch und eure Kirche ist wiederhergestellt. Das war es doch wert, Philipp zu verschonen. Versprecht mir, dass Walloran leiden wird. ...1175. 20 Jahre später. Philipp? Hm? Was? Habt ihr Gott gesehen? Hat er euch in jener Nacht gerettet?
Walloran musste ihn selbst finden. Also habe ich es ihm nicht gesagt. Philipp ist wieder da. Philipp! Bist du wieder den ganzen Weg gelaufen? Nur ein Stück. Alter Narr. Alan blieb bei uns in Kingsbridge. Ich dachte, ich hätte Gott verloren, dass er nicht über uns wacht. Aber jetzt sehe ich ihn jeden Tag. Er ist in dem Guten, das wir tun. Darin, wie wir unsere Liebe zeigen. Jacks Hände waren rau geworden, sein Haar grau. Aber seine Augen brannten immer noch wie heiße Kohlen. Es ist gut, euch zu sehen. Alienas Blick konnte so streng sein wie der ihres Vaters. Aber ihr Herz machte sie zu einer Anführerin, der die Menschen nicht aus Furcht folgten, sondern aus Achtung und Treue. Jonathan sagte uns, ihr hättet einen Besucher. Nur ein alter Freund. Was hältst du von diesem Fenster? Jonathan sah seinem Vater Tom mit den Jahren immer ähnlicher. Als Prior von Kingsbridge ist er auch eine Art Baumeister. Ich habe warme Farben verwendet. Was nutzen die großen Fenster, wenn sie kalt wirken? Sally ist so eigensinnig und so begabt wie ihre Eltern. Sie hat das Glasfenster geschaffen, durch das das Licht fällt. Und ich würde euch gern die Pläne für den neuen Kreuzgang zeigen. Tommy wird der nächste Baumeister sein. Er ist so wortkarg, wie sein Großvater es war. Einst hörte ich, wie er seinen Vater ermahnte, bei der Arbeit ernster zu sein. Jack lächelte nur. Auch Martha ist in Kingsbridge geblieben. Sie war immer für uns da, für jeden von uns. Ist die Kathedrale fertig? Ich weiß es nicht. Warum fragst du ihn nicht selbst? Ist die Kathedrale fertig? Sie wird nie fertig sein. Nicht in meiner Lebzeit. Nicht in deiner. Erinnert euch an uns für das, was wir taten. Dafür, wer wir waren. Und vielleicht dafür, wer wir versucht haben zu sein. Und wenn ihr eure Augen auf unsere Kathedrale richtet, dann vielleicht seht ihr euch selbst. Und es erinnert an die eigene Vergangenheit, an die eigene Vergänglichkeit des Lebens. Einen kalt über den Rücken. Ne? Ein Spiel voller Höhen und Tiefen, voller Überlegungen, voller Hass und Liebe, voll mit mit vielen Geschichten, vielen Perspektiven. Und am Ende hat sich doch alles zum Guten gewandt. Naja, zumindest viel zum Besseren. Und auch, der Walloran hat den Rat von Philipp gesucht. Weil er wusste, dass er wohl
weiser war als er selbst. Weil das Leben eben nicht daraus besteht, einfach immer selbst, ja, vorne zu stehen, sondern auch mal andere zu hören und ja, das Richtige tun zu lassen. Ja. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms, Kapitel 21, Epilog, was du getan hast. Du hast Warrens Frage über Gott nicht beantwortet, weil Gott jeder selbst für sich sehen muss. Ich glaube zwar nicht an das ganze Gotteszeugs und so weiter, also ich bin da ein bisschen, aber ich verstehe es. Und ich kann es nachvollziehen. Wurde ja auch so christlich erzogen und so weiter. Und ja, da kann man schon das eine oder andere nachempfinden. Und auch wenn man die Geschichte so ein bisschen kennt, jeder muss den Gott für sich selbst finden. Jeder muss seinen eigenen Gott finden und seinen eigenen Weg, ja, sich dem zu stellen. Gott ist ja im Ende nichts anderes als unser, wie sagt man denn, ja, unsere Vorstellung vom, ja, vom jüngsten Gericht sozusagen, vom höchsten Richter selbst, der uns am Ende des Lebens sagt, das war doof oder das war gut. Ja, der uns am Ende sagt, das habt ihr gut gemacht. Ja, und deswegen fürchten sich halt vielleicht manche auch vor ihm. Und deswegen glauben vielleicht auch manche an den Teufel als Gegenspieler von dem guten, barmherzigen, der allen vergibt. Den Teufel als denjenigen, der eben nicht zu Gott geht, um ihn zu beichten, sondern der eben seine Sünden mit in den Tod nimmt, die dann bei ihm, ja, absitzen muss. Genau. Aber wie gesagt, am Ende muss Gott jeder selbst für sich finden. Es hört sich doof an, was ist so. Und deswegen ist sein Buch ja auch ziemlich richtig, dass Gott in jeden von uns. Aus der Sicht von denen, die natürlich an Gott glauben. Okay. Ja. Das Thema ist auch, es ist nicht unbedingt nur aufs Christentum, kann man das beziehen. Ich würde das einfach mal auf sämtliche Religionen beziehen. Also jede Religion hat doch so seinen Scheideweg, sage ich mal, für Gut und Böse sozusagen, die uns Moral näher bringen sollen und uns sozusagen im Leben Gutes tun lassen sollen, wie auch immer. Also im Endeffekt ist es auch im Islam zum Beispiel so, dass ja, da ist es halt der Gott, sondern da ist es, wie sagt man denn? Aber mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ihr wisst schon, was ich meine. Der für ihn spricht sozusagen. Oder der die Leute auf den Weg Gottes führt. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Also, was heißt der Name? Die Bezeichnung fällt mir nicht ein. Prophet.
Prophet. Genau. Der sozusagen einen führt, einen den Weg zeigt, wie es denn richtig wäre. Auch die haben in ihren Koran drinnen stehen, dass man eben gütig sein soll, dass man den Leuten helfen soll. Dass man, also natürlich immer in Geschichten und in übertragenem Sinn und so weiter. Ne? Wie halt auch im Christentum. Und auch in anderen Religionen ist es so, also in jeder Religion findet man so diese Passage, würde ich sagen, in der es heißt, dass man eben gut sein soll seinen Mitmenschen. Ja. Und es ist eigentlich schade, dass der Mensch an sowas glauben muss, um es zu tun. Dass er Angst haben muss vor dem Teufel, um Gutes zu tun. Wie im Fall von William Hamley. Er muss an den Teufel glauben, um vielleicht noch was Gutes tun zu können. Weil er nicht an ihn geglaubt hat, weil er ihn nicht mehr gesehen hat in den Flammen. Ja, und zum Schluss hat er wieder an ihn geglaubt, hat ihn dementsprechend in den Flammen auch gesehen. Nur dass da eben es für ihn zu spät war und es ist auch ein bisschen schade, dass jemand dann so, ja, so stirbt in den Gedanken, oh Gott, war ein böser Mensch. Ja. Das ist immer, jeder möchte doch eigentlich, dass er als gut in Erinnerung gehalten wird, oder? Jeder möchte doch dass man sich an jemanden erinnert oder an sich halt erinnert mit dem, was man vollbracht hat, was man gut gemacht hat. Nicht mit dem, was man nicht so gut gemacht hat. Nicht mit dem, was man vielleicht besser machen hätte können. Ja, also jeder will doch eigentlich, dass das Gute von ihm in Erinnerung bleibt und nicht das, was halt nicht so. Und wenn man dann mit dem Glauben stirbt, dass die Leute an einen erinnern und nur das Schlechte in einen sehen, das ist schon, weiß nicht. Ich meine, das macht zwar wahrscheinlich im Endeffekt nicht mehr viel Unterschied, aber es ist halt tragisch irgendwie. Es ist halt einfach tragisch. Du hast die Säulen der Erde durchgespielt. Und so füllt sich der Kreis. The Pillars of Earth, based on the novel The Pillars of Earth by Ken Follett. Oh. Ja, und damit auch mal wieder ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zugucken. Die letzte Folge, das Ende von Die Säulen der Erde. Solche Spiele, muss ich gestehen, mag ich sehr gern. Und ich hätte gern noch mehr solcher Spiele, muss ich mal schauen, also so ähnlicher Spiele, die ich mit euch da mal durchspielen kann. Ich habe habe ich schon in meiner Bibliothek, die wir auch spielen müssen. Ich weiß noch nicht so genau wann. Und was war denn das? Ein Ruckler in den Credits. Das ist auch was Neues, ne? Ja. Boah.
sehr nachdenklich, dieses Spiel auf jeden Fall. Und ich mag sowas. Ich mag sowas total gerne. Also ich bin ein Mensch, der super gerne nachdenkt. Manchmal klappt's nicht, ist klar, es klappt nicht immer. Aber zum Großen und Ganzen denke ich doch recht gerne nach. Ich glaube, wenn ihr meine Folgen von Interstellar Rift zum Beispiel gesehen habt, da sind, glaube ich, auch ein, zwei Folgen dabei, in denen ich einfach am Fenster stehe und die Schönheit des Universums betrachte. Ja. Und so ist es halt tatsächlich auch. Ja. Man nimmt sich viel zu wenig Zeit eigentlich für die schönen Dinge. Für die wirklich schönen Dinge im Leben. Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel. Ja. In den Wald zu gehen zum Beispiel. Einfach nur so ein kleines Beispiel. Einfach mal in den Wald gehen. Und die Schönheit zu sehen. Nicht das zu sehen, was man jeden Tag sieht. Ich meine, man fährt wahrscheinlich jeden Tag an Bäumen vorbei. Oder geht an ihnen vorbei. Man kommt wahrscheinlich jeden Tag an irgendeinem Weg entlang. Man sieht jeden Tag die Sonne auf- und untergehen. Man sieht jeden Tag das Wasser den Fluss hinabfließen. Aber einfach mal bewusst hinzusehen. Hinzusehen, zu sehen, wie sich die Welt bewegt. Schon. Bäume, wie sie sich im Wind bewegen. Selbst das kleinste Moos bewegt. Die unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Moosarten, unterschiedlichen Farben der Steine, die unterschiedlichen Formen, die Blätter im Wind. Das Feuer, wie es im Kampf brennt. Das Wasser, wie es immer talwärts strebt. Unruhig, wild und doch zielstrebig. Immer dem Tal entgegen. Ein Stein, hart, unnachgiebig und doch vergänglich. Die Sonne, wie ihre Strahlen durch die Blätter auf den Boden fallen. Wie die Wärme zu spüren ist. Der Sonnenuntergang, wenn sich Nebel über die Flüsse legt. Einen Aufgang, wenn sich der Nebel langsam lichtet und die Sonne schemenhaft durch das Weiß erkennbar wird. Der Tau, der Reif, Gräser auf Blüten.
Wetter. Der Weg Lebens. Die Vergänglichkeit des Lebens. Eines jeden. Eines Tages, jeder vor dem Ende. Vielleicht schade, weil man vielleicht nicht alles tun konnte, was man tun wollte. Vielleicht schade, weil man vieles aufgeschoben hat auf später. Vielleicht schade, weil man so manche Chance verpasst hatte und die man gerne wiederholen möchte und gut machen möchte oder anders machen möchte, sehen möchte, was dann passiert. Doch es ist gut, dass alles ein Ende hat. Irgendwann. Denn so wie neues Leben entsteht, muss altes Leben weichen. Was würde passieren, wenn wir ewig leben würden? Die Erde ist schon jetzt überbevölkert. Eben weil wir vielleicht zu alt werden. Und wir wollen alle noch älter werden. Fürchten uns vor dem Tod. Aber was haben wir zu verlieren? Klar, das Leben an sich. Wir haben zu verlieren, weiterhin neugierig zu sein, neue Sachen zu leben. Aber ist das so wichtig? Ist das wichtig für einen selbst? Ist es nicht viel wichtiger für einen selbst, sich mit dem Ende zu versöhnen? Und damit herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, vielen lieben Dank, macht's gut.